So, herzlich willkommen zu einem erneuten Video von uns. Heute geht es mal um die neuen Titleist DSR Modelle. Die haben wir letzte Woche bekommen. Bei uns war früher ja der TSI 2 und TSI 3 in der Matrix. Auch dieses Jahr ist wieder TSR 2 und TSR 3 in der Matrix. Es gibt aber auch noch einen TSR 4. Bei uns allerdings nicht. Wir vergleichen heute mal den TSR 2 mit dem 3er. Später werden dann noch andere Videos folgen. Wir werden auf jeden Fall recht viel noch zu den Titleist-Treibern bringen. Genau, ich glaube, wir können das schon ganz gut ausnutzen, weil Titleist wirklich nur alle 2 Jahre mal was bringt und da lohnt es sich, dass man sich da ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt. Die meisten anderen Hersteller sind ja wirklich auf jedes Jahr mittlerweile ausgerichtet und Titleist ist noch einer der wenigen, die da wirklich nur alle 2 Jahre den Zyklus machen. Und ja, so rein optisch, also wir haben jetzt beide noch keinen Schlag mit den neuen gemacht, deswegen ist es jetzt auch so eine First Impression sozusagen von unserer Seite. Rein optisch muss ich sagen, wäre schlecht, wenn sich viel geändert hätte. Ich finde die Titleist von Driver von der Form her, einfach den Dreier vor allem, immer schon schön. Also da gibt es ehrlich gesagt wenig auszusetzen. Genau, war ja auch ein sehr erfolgreicher Driver. Also wenn jetzt so die erfolgreichsten auf der Tour und deshalb denke ich auch, dass das Konzept bleibt. Was wir nicht in der Matrix haben, sind jetzt diese richtigen Max-Draw-Driver von Titleist, die haben wir jetzt nicht. Ich muss aber sagen, auch bei uns in den Fittings gehen die 2er und die 3er sehr, sehr gut. Wahrscheinlich ein Ticken mehr 2er als 3er. Ja, der ist einfach so der neutralere, sag ich mal, der 3er dann doch eher so für die Fortgeschritteneren. Der 4er wäre dann nochmal ein Tick krasser. Ja. Deswegen hat Schuhspeck sich auch nicht dafür entschieden, den in die Matrix zu nehmen. Deswegen haben wir ihn auch nicht. Heißt nicht, dass es ein schlechter Driver ist, sondern einfach nur, dass er dann doch recht speziell ist. Genau, so ist es. Okay, dann starten wir doch mal mit dem 2er. Genau. Okay, also TSR 2. Ich habe mir den Mitsubishi Tensei CK Pro 60 TX reingebaut, Schwunggewicht D4, D5, so um den Dreh, so wie ich es eigentlich auch haben will. Das Erste, was wir uns immer anschauen und was uns auch immer sehr wichtig ist, ist, wie der Driver im Setup dasteht. Und ich muss sagen, das ist jetzt der TSI R2 und für den ist er eigentlich schon relativ offen. Jetzt nicht unangenehm. Ich habe es halt einfach gern, wenn er wirklich neutraler steht. Jonas hat ihn lieber ein bisschen geöffnet in der Ansprechposition. Und für mich, wenn ich den jetzt neutral fallen lasse, also neutral hinstellen will, dann ist er schon eher leicht geöffnet. Okay, jetzt schauen wir einfach mal. Erster Schlag mit dem TSR. Ja, also da wäre jetzt der Fade auch der Schlag meiner Wahl. Ich finde der Klang, also das waren ja jetzt die ersten Schläge, ich finde aber der Klang ist etwas dunkler. Die TSI-Modelle waren ja doch schon sehr, sehr hell. Ja, gleich mal ein Toe-Treffer und der biegt ganz gut nach links ab. Ist vor allem schlecht, wenn man Fade spielen will. Und der Treffer eher Richtung Spitze wandert und man einfach diese Linkstendenz drin hat. Ja, wir sehen es auch am Spin, 1600 Spin ist natürlich schon wenig. Ja, ich sage jetzt nicht, ein anderer würde mit dem Treffer besser umgehen, aber es ist so ein etwas, was mir beim TSI auch nicht ganz so gefallen hat, je nachdem, wie man das sieht, aber dass einfach die Treffer an der Hacke und an der Spitze im Vergleich zu so den neuen Modellen, also Stealth und Rogue vor allem, nicht ganz so stabil waren im Vergleich. Deswegen war das jetzt auch kein Driver, der für mich jetzt in Frage kommt, ehrlich gesagt. Ja, leicht unterschlagen, der müsste ganz gut Länge bringen, wenig Spin. Ja. 2-4 Spin, perfekt. Was auch neu ist bei uns, zumindest bei uns in der Matrix, ist, dass wir den TSI 2 auch mit 9 Grad da haben. Es ist halt so, dass auch immer mehr Tourspieler den TSI 2 also zu dem gegriffen haben und deshalb war es halt letztes Jahr ein bisschen blöd, weil wir mussten unsere Driver immer runterschrauben und jetzt haben wir den halt auch in 9 Grad da.
was echt cool ist. Das stimmt, ja. Also es ist ja für mich auch, ich bin ein Sim 2 Max-Spieler, auch auf Sim 1 Max-Spieler gewesen. Auch nicht eigentlich die erste Wahl, aber eben mit 9 Grad ist der für mich gut spielbar. Deswegen, ich glaube, dass diese etwas größeren, fehlerverzeihenderen Modelle mit weniger Loft einfach es viel Sinn machen, auch wenn man es jetzt nicht auf dem Schirm hat auf den ersten Blick. Ja, aber gefällt mir sehr gut. Also der war jetzt offen, klarer Anwenderfehler, ist aber jetzt nicht dramatisch. Also er hat 2,8 Spin bekommen, ist halt auf der hohen Seite, verliert natürlich auch, ist halt ein bisschen rechts, aber also da wäre jetzt jeder andere Driver nicht besser, sage ich mal. Aber mir gefällt der sehr gut. Also das ist einfach, der steht klar etwas offen, aber ich finde die Schlagfläche ist halt auch von der Optik her, also ist man weiß, wo sie hinzeigt. Das ist für mich immer wichtig, dass man das beurteilen kann. Und auch nicht so gewölbt wie bei manchen anderen Drivern. Ja, sehr gut. Auch der war jetzt ein bisschen an der Spitze, aber passiert überhaupt nichts nach links. Ja, Distanz ist natürlich auch schon eine Ansage. Ja, also Ballspeed 165 war der jetzt mit 115 Meilen. Ist in Ordnung. Also das war immer so ein bisschen der Kritikpunkt bei den älteren Titleist-Drivern, dass sie einfach etwas an Ballspeed im Vergleich zu TaylorMade Callaway zum Beispiel verloren haben. Ich glaube, das kann man spätestens jetzt nicht mehr sagen. TSI war schon ein Fortschritt in der Hinsicht und der ist jetzt sicherlich nicht schlechter, was das angeht. Ja, der war ein bisschen an der Hacke, aber passiert nicht viel. So, da habe ich schon Schlimmere gesehen. Klar, Spin ist jetzt hoch mit 3,7. Aber das wäre jetzt, ich behaupte mal, alle anderen wären da in einer ähnlichen Region mit so einem Treffer. Okay, kommen wir zum TSR 3. Hier sieht man jetzt nicht mehr ganz so viel Unterschied. Der TSR 2 zum TSI 2 hat optisch etwas anders ausgesehen. Der TSR 3 zum TSI 3, das war jetzt, da ist jetzt optisch gesehen nicht so die große Änderung. Ja, also ich muss auch sagen, aber wie wir vorher schon gesagt haben, warum sollte Titleist hier viel ändern? Weil das hat auch echt gepasst, meiner Meinung nach. Einer der schönsten Driver und Formen kam auf der Tour auch sehr gut an. Also sie haben auch diesen Gewichtseinsatz hinten gelassen. Sprich, da kann man noch so ein bisschen auf Draw und Fade stellen. Wir lassen ihn jetzt mal auf neutral. Ich will den jetzt auch neutral spielen. Ich finde, er steht nicht anders da wie der Zweier. Auch minimal offen von der Schlagfläche, aber sehr neutral. Also von der Form, man merkt halt, der Zweier ist halt schon etwas langgezogener noch und der Dreier eher so ein bisschen tropfenförmig, ein bisschen kürzer nach hinten. Aber so muss auch sein. Aber der fühlt sich schon echt gut an. Also muss ich ehrlich sagen, die Treffer weich irgendwie, also gutes Feedback, aber man merkt trotzdem, dass der Ball richtig wegfliegt. Also 166 Meilen Ballspeed. Ja, der war ein bisschen an der Spitze. Ja, 168 Meilen Ballspeed, also langsam ist er sicher nicht von der Ballgeschwindigkeit. Also im Gegenteil. Vor allem auch gar keine Probleme, den zu launchen, auch wenn es jetzt der Dreier ist.
Ja, das wäre jetzt einer an der Hacke wieder. Was mir bei dem vor allem auch auffällt, er ist jetzt kurz natürlich, hat viel Spin, 4000, aber nach rechts bewegt sich gar nichts. Also der ist so stabil, weil wenn ich den Fade mit Hacke spiele und der schon gerade startet, dann heißt es normalerweise immer weit rechts. Ja, kommen wir vielleicht kurz zu den Ergebnissen. Jetzt muss man hier ganz klar sagen, wir sind keine Maschinen. Wir haben hier keine Maschine und wir haben keinen Roboter. Das heißt, wir schlagen wirklich so, wie wir jetzt normalerweise halt auch schlagen. Flo ist beim TSR 3 etwas schneller geworden. Man sieht, das hat auch hier Ballspeed. Er kriegt deutlich mehr Ballspeed, aber auch, weil er schneller geschwungen hat. Wir haben jetzt hier einen höheren Spin mit dem TSR 3. Auch das, glaube ich, ist noch nicht ganz so, wie es eigentlich sein sollte. Das ist wahrscheinlich eher Spielersache und nicht unbedingt Treffersache vor allem in dem Fall. Wie gesagt, nicht unbedingt vom Schläger abhängig. Was schon ganz interessant ist, ist, dass der TSR 2 etwas höher ist vom Launch als auch von der Peak Height. Wir sehen etwas mehr Carry Distance, aber auch hier sind wir heute ein ganz anderes Schlagprofil, was du gerade gemacht hast. Mit dem TSR 2 hast du ja eher einen Fade gespielt und hier sind wir eher bei einem geraden Schlag geworden. Ja, und deshalb sehen wir hier das Ganze auch mit dem mehr Club Head Speed. Wir werden das Ganze natürlich noch intensiver testen in den Fittings. Mal sehen, wie sich die Driver schlagen und dann am Ende des Jahres gibt es wahrscheinlich wieder so ein Video, die besten Driver oder sowas, wo der dann wahrscheinlich auch mit dabei sein wird. Bestimmt, ja. So, aber als erster Eindruck, also ich muss halt ehrlicherweise sagen, ich fand die TSIs schon sehr, sehr gut so und ich glaube, das war auch so das Feedback, was Titles bekommen hat von ihren Pros auch und dann hört man halt meistens so, ja, versaut es nur nicht so ungefähr, macht keinen Scheiß und belastet es eigentlich so, macht vielleicht kleine Verbesserungen. Und ja, also die Verbesserungen für mich jetzt, also vom Eindruck her, obwohl wir es jetzt noch nicht getestet haben, alt versus neu, aber ich glaube, der neue ist ein bisschen schneller, was die Ballgeschwindigkeit angeht. Genau, ansonsten so vom Klang her, ich fand den TSI, der war schon eher heller, ja. Also deutlich heller noch. Vom Feedback finde ich den echt spannend irgendwo oder recht einzigartig, weil er sich echt ein bisschen weich anfühlt, aber man merkt schon, dass der Ball richtig von der Schlagfläche weggeht. Also das finde ich eine sehr interessante Kombination und ja, man merkt auch, wo man den Ball trifft, also sehr gut sogar, also da habe ich mich nicht einmal irgendwie vertan, was auch der Quad dazu sagt. Feedback ist sehr gut, also meiner Meinung nach. Titus hat auf jeden Fall nichts schlechter gemacht, denke ich mal. Ja, das glaube ich auch. Und wir machen jetzt einfach weitere Tests und schauen dann einfach mal, wie sich der alte TSI schlägt und so weiter. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.